Hallo, du möchtest also wissen, wie man Apps unter Android installiert. Du wirst sehen, es ist gar nicht schwer. Wir befinden uns hier auf dem Homescreen, unserer Ausgangsposition. Es kann gut sein, dass euer Homescreen etwas anders aussieht. Lasst euch aber davon nicht irritieren. Zuerst wechseln wir einmal in die App-Ansicht. Hier werden alle Apps, die wir installiert haben, aufgelistet. Unter anderem auch der Play Store. Je nach System ist der Play Store rechts oben im Menü erreichbar. Die Einkaufstasche mit dem Play-Button. Oder auch als App, wie hier. Auch hier steht wieder Play Store mit dem entsprechenden Play Store Zeichen und dem Play Button. Klickt ihr drauf, kommt ihr direkt in den Play Store. Sollte bei euch jetzt nicht dieses Screen erscheinen, dann müsst ihr euch wahrscheinlich erst bei Google registrieren, um den Play Store nutzen zu können. Habt ihr das erledigt? Geht es weiter mit der Suchenfunktion. Geht dazu oben im Menü auf die Lupe. Dort erscheint ein Feld und ihr könnt eine App suchen. Wir suchen hier testhalber einmal die ORF-TV-Tek. Wir geben also ORF-TV-Tek in die Suchzeile ein und erhalten hier eine Auflistung an Apps, die dieser Suche entsprechen. Zwei Apps entsprechen also unserer Suchanfrage. Die richtige ist natürlich die erste hier, ORF TV-Tek. Wenn wir uns nicht sicher sind, können wir auch noch uns den Herausgeber ansehen. Den finden wir gleich rechts neben dem App-Button. Hier steht ORF, österreichischer Rundfunk. Wir können uns also halbwegs sicher sein, dass wir hier die richtige App gefunden haben. Dann erhalten wir hier vor der Installation noch eine kleine Übersicht, was die App an Funktionen bietet. Ein paar Screenshots. Und wir sehen hier auch, wie viele Leute die App bereits heruntergeladen haben. Wir wollen die App installieren und klicken deswegen oben rechts auf Installieren und kommen dann zu einem weiteren Menüpunkt. Generell empfiehlt es sich, die App-Berechtigungen genau durchzulesen. Hier erkennt man nämlich, was eine App alles machen darf auf dem Smartphone. Wir wollen uns natürlich hier alle Berechtigungen anzeigen lassen, deswegen klicken wir hier vor der Installation auf Alle anzeigen. Ja, hier haben wir eine Übersicht und eine kleine kurze Erklärung mit den Dingen, die unsere App auf dem Smartphone alles machen darf. Wir lesen uns das durch und sind uns in dem Fall einmal sicher, dass wir das wollen und gehen auf Akzeptieren. Danach erscheint ein Ladebalken, den finden wir oben in der Mitte und müssen warten, bis die Installation bzw. der Download abgeschlossen ist. Ja, zurück im Hauptmenü sehen wir, hier ist die ORF TV-Tek bereits installiert. Wenn wir die App öffnen wollen, brauchen wir also nur auf diesen Button klicken. Sollten wir einmal diese App nicht auf dem Homescreen finden, können wir wieder in unsere App-Übersicht gehen und finden auch dort die ORF TV-Tek. Hier. Einfach draufklicken und die App wird gestartet.